Herzlich willkommen beim Bundesparteitag der Linken hier in Hannover. 3 Tage wollen wir uns mit dem Bundestagswahlprogramm beschäftigen und das Motto ist da oben zu lesen, sozial gerecht für alle. Das ist die Zukunft, für die wir kämpfen und das ist das, worauf man sich verlassen kann bei der Linken. Knapp 600 Delegierte werden kommen, 1200 Änderungsanträge werden wir miteinander bearbeiten und am Ende bin ich mir ziemlich sicher, wird das beste Wahlprogramm aller Parteien stehen. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir mal einen kleinen Rundgang machen durch das Gelände. Einen kleinen Eindruck, was das eigentlich ist. Der Bundesparteitag, kommt einfach mit. So, jetzt sind wir im Ork-Büro. Hier wird auch hinter mir schon fleißig gearbeitet. Eine Sicherheitsberatung, weil natürlich Sicherheit beim Parteitag auch eine große Rolle spielt. Wir wollen ja, dass nichts passiert und dass sich alle wohlfühlen. Das Ork-Büro ist das Kernteam des Parteitages, wo alles koordiniert wird, schon seit Tagen gearbeitet wird an dem, was wichtig ist für so eine Großveranstaltung. Und Silke. Silke, komm mal zu mir. Silke ist die Chefin des Ork-Büros. Nicht zum ersten Mal, schon seit 4 Parteitagen macht sie das. Und Silke sagt uns jetzt mal, was sie heute gerade gemacht hat und was die letzten Tage so gelaufen ist. Ja, also wir sind jetzt seit Dienstag hier und haben seit Dienstag quasi die Halle übernommen und den Aufbau koordiniert. Den ganzen Aufbau des Plenarsaals, bis jetzt alles fertig ist mit Bühne. Wir gestern quasi die Hallenabnahme gemacht haben. Und heute werden die Stände aufgebaut und der Anmeldebereich also hat die Arbeit aufgenommen und quasi geht es jetzt richtig los mit der tatsächlichen Arbeit. Also, wir sind in der Endphase und eigentlich können die Delegierten fast schon kommen und in ein paar Stunden werden auch schon die ersten eintreffen. Viel Erfolg, Silke. Vielen Dank, dir auch. So, jetzt sind wir schon ziemlich nah dran und haben das Herzstück des Parteitages schon betreten, nämlich den großen Saal. Und hier oben ist ein sehr prominenter Platz auf dieser Empore. Da gibt es einen der Fernsehsender, die sich hier platziert haben. Wir haben insgesamt 300 akkreditierte Pressevertreter bei diesem Bundesparteitag da, die uns 3 Tage lang verfolgen werden und hoffentlich auch schön berichten werden über diesen Parteitag. Und weil wir hier oben so einen schönen Blick haben, würde ich sagen, wir machen mal einen kleinen Rundblick und ich sage euch kurz mal, was ihr hier so sehen könnt in diesem großen Saal. Hier direkt unter uns seht ihr den nächsten Platz für die Presse. Hier die Kollegen von Phoenix, die uns wie immer die ganze Zeit über begleiten werden und den Parteitag dokumentieren werden. Dahinter sieht man unsere eigene Regie. Die Jungs sind nicht erst seit heute dabei, alles technisch so vorzubereiten, dass die Videoeinspielung, die Projektion, der Ton, das Licht, alles gut funktioniert bei unserem Parteitag. Und wenn wir ein bisschen weiter nach rechts gehen, dann ist dort schon die Bühne vorbereitet für unsere Gebärdendolmetscherinnen, die für den Livestream die Reden, das gesprochene Wort dolmetschen werden, damit auch Menschen mit einer Hörbehinderung unserem Parteitag folgen können. Und dann geht es rum und wir sehen schon die große Bühne. Wir haben diesmal ein bisschen eine andere Bühne als sonst. Sie ist nämlich leicht gebogen und die Delegierten sitzen in einem Halbkreis vor einer runden Bühne. Und noch weiter nach rechts, da sieht man schon etwas, was ein bisschen Tradition hat bei uns in der Partei. Das sind die berühmten weißen Buchstaben. Die sind jetzt fast 10 Jahre alt. In einer Woche wird die Partei 10 Jahre und bei dem Gründungsparteitag der Linken 2007, da sind die schon mal zum Einsatz gekommen, diese Buchstaben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir dann mal runter in den Saal. Für alle, die mit Technik zu tun haben oder Technik-Fans sind, ist das hier wahrscheinlich der spannendste Platz. Ich habe das eben oben von der Empore schon erwähnt. Hier sind wir bei der Regie. Und ihr seht hier hinter mir eine ganze Menge Monitore. Die brauchen die Jungs auch, um diesen Parteitag technisch zu steuern. Und es gibt diesmal sogar eine Neuerung auf unserem Parteitag. Wir haben eine sogenannte 360-Grad-Kamera. Und wenn ihr bei Facebook im Livestream die großen Reden von Katja Kipping, Bernd Rixinger, Sarah Wanknecht und Dietmar Bartsch und Gregor Gysi verfolgen wollt, dann habt ihr die Chance, das in 360 Grad zu genießen. Das heißt, ihr könnt euch während dieser Rede nicht nur den Redner anschauen, sondern auch den ganzen
Saal und diese Kamera ist bei der Bühne installiert. Und jetzt gehen wir mal zu unserer letzten Station, das ist die Bühne. Wenn es in den nächsten 3 Tagen einen Punkt gibt, der für Aufmerksamkeit sorgt, dann ist er exakt hier, nämlich auf der Bühne, genau gesagt am Rednerpult. Hier werden die großen Reden gehalten bis Sonntag. Von hier aus wird der Parteitag geleitet. Alle Pressefotografen werden dieses Bild einfangen, diese Bühne einfangen, die Redner aus jeder Perspektive fotografieren. Und außerdem, das haben aber nicht viele dieses Privileg, ist der Blick von hier oben natürlich der schönste, weil man diesen ganzen Saal vor sich hat. Als Bundesgeschäftsführer hoffe ich mal und derjenige, der hier dafür zuständig ist, dass das alles irgendwie läuft, dass wir am Sonntag, wenn wir fertig sind, 2 Spitzenkandidaten hier auf der Bühne gesehen haben, die die große Unterstützung der Partei spüren und dass wir ein Wahlprogramm beschlossen haben, mit dem wir gemeinsam in diesen Wahlkampf ziehen können. Wir wollen 10% plus X erreichen im September und heute dieser Parteitag ist der Startschuss für den Endspurt in diesen Wahlkampf. Und euch wünsche ich viel Spaß, wenn ihr am Livestream dabei seid.